liebe Shisha-Freunde, wir beide stellen euch heute was Neues vor. Und zwar diesmal kein Tabak, es ist Mittwoch, heute ist eigentlich kein Tabaktag. Und zwar haben wir mal was komplett Neues, beziehungsweise komplett Neues nicht. Aber ich kenne sie so noch, so nicht so lange. Und zwar das hier. Das ist die KF, ich nenne sie einfach mal KF, 1001 Shisha-Kohle. Ist eine Hukakao-Kohle, ist eine Naturkohle. Heißt, man kriegt sie nicht mit dem Brennern, oh, mir ist warm wie Sau. Man kriegt sie nicht mit dem Brenner, das sage ich dir von der Scheiße, man kriegt sie nicht mit dem Feuerzeug an, heißt, man braucht einen Brenner dazu. Und ja, die Kohle stelle ich euch heute vor, und zwar, warum? Ich bin mit dieser 1A zufrieden. Es gibt für mich persönlich neben dieser kaum bessere Kohle, als es also derzeit auf dem Markt, als die hier, einfach aus einem ganz einfachen Grund, beziehungsweise auf den kommen wir jetzt. Ne? Ich zeige euch jetzt hier unten mal ein Video, wie ich es angemacht habe, einen Zeitraffer. Gedauert hat es ungefähr, ich habe ja auch, glaube ich, ich habe ein Foto davon gemacht, ein Screenshot. Gedauert hat es ungefähr 11 Minuten 50, ziehen wir mal 40 Sekunden ab, weil am Anfang braucht der Brenner mal ganz schön lange, um anzugehen. Also ca. 11 Minuten ist schon relativ lang, was ich aber auch nicht schlimm finde. Übrigens, wenn ihr den Brenner haben wollt, ich verlinke den euch hier oben irgendwo in im Video, ne? Und ja, warum finde ich, dass es persönlich die beste Kohle ist? Es ist erstens eine preiswerte Kohle. Sie ascht sehr wenig. Sie hält super gut Hitze über eine lange Zeit. Und das ist einfach, finde ich persönlich, das, was eine Kohle ausmacht. Also das Aschen ist mir eigentlich relativ lax. Sie soll halt nicht, wenn ich sie 10 Minuten draußen, ich sie anfasse und zum Beispiel so ein bisschen abtupfe, soll nicht die ganze halbe Kohle zerfallen. Was natürlich diese Kohle auch nicht macht. Es ist eine sehr hart gepresste Kohle. Wir können uns die ja gerne mal anschauen. Gucken wir uns einfach mal ein Stück hier an. Wenn man das nämlich aufmacht, kommt einem hier so eine Tüte entgegen. Die reißt man dann einfach auf. Da steht sogar KF drauf. Dort. Und hier kommt uns, ihr habt ein bisschen viel Grasche, ich weiß, und uns eine 1A Kohle entgegen. Wir haben hier ein 1A Kohlestück, was super gepresst ist. Man sieht, ich habe kaum schwarze Finger. Also das finde ich noch relativ wenig. Ich habe jetzt hier unten lange angefasst. Man hat kaum schwarze Finger. Manche Kohlen, da fässt du einmal rein und dann kommst du raus, als wenn du gerade im Bergwerk gewesen bist. Das hast du hier nicht. Ist also eine 1A Kohle, finde ich. Sagt ihr schön gepresst, man hat kaum Fehler an der Kohle. Klar ist man ein Stück abgedingst. Ich muss mich wieder scharf stellen. Zwar hat man mal so ein Ding, das ein bisschen abgedingst ist hier. Abgebrochen ist, ist ja nicht so schlimm. Oder dass man einfach mal ein Stück hat, das ein bisschen schräg ist, ist ja auch nicht schlimm, ne? Da geht einem ja kaum was flöten. Und ja, das ist erstmal die Kohle an sich. Sie ascht kaum. Ne, ich werde euch jetzt mal ein Foto einblenden, nach dem Rauchen, wo ihr seht, wo die Kohle oben drauf liegt und wie viel sie denn geascht hat. Ich werde sie jetzt nicht mehr bewegen. Muss ich übrigens mal ziehen. Damit man mal sieht, wie wenig sie geascht hat. Ich werde sie einen Millimeter bewegen, aber ist ja auch egal. Und das Gute ist, man hat kaum Beigeschmack. Ich habe diese Sorte, also diese Kohlesorte, schon mit sehr leichten, mit sehr harten oder auch mit anderen. Man hat hier einen super Geschmack, also der haut den Geschmack voll durch, ist eine super heiße Kohle. Ich kann die wirklich nur empfehlen, weil der Preis auch stimmt. Man hat auf der offiziellen KF-Seite, auf diese beziehe ich mich mal, bezahlt man für 72 Würfel 25x25x25 1 Kilo. Zahlt man 4,50 €. Das ist ein sehr angenehmer Preis, muss ich sagen. Es gibt Kohlen, die sind teurer. Natürlich gibt es auch Kohlen, die sind billiger. Dann hat man natürlich drei Kohlen für 9,50 €. Da kriegt man, so gesagt, ein Kilo geschenkt. Ungefähr. Finde ich auch nicht schlecht. Das ist ein super Preis. Und man hat natürlich auch den Oberjoker. Den müsste ich mir eigentlich holen. 15 Kilo. 15 Kilo, Freunde. Für 37 €. Da zahlst du für ein Stück Kohle ungefähr 2,50 € für ein Kilo. Das ist ein richtig guter Preis, Freunde. Das ist richtig gut für diese Kohle. Weil ich finde, das ist mit die beste Kohle derzeit auf dem Markt. Die kann sich auf jeden Fall mit andersweitigen Kohlen messen, die man so kennt, weil ich habe auch schon, also ich bin da immer bei Kohlen, bin ich immer so ein Spezialist, wenn mir die Shisha-Laden meines Vertrauens oder die beiden Shisha-Läden meines Vertrauens Kohle mitgeben und sagen, hier, willst du ein Stück Kohle noch dazu? Sag ich, ja, gern. Und dann meinte er, ja, mache ich den Euro-Billiard. Nämlich die Cola, die ich schon ein, zwei Mal gehabt. Und die schmeckt einfach wie Scheiße, ey. Und ich habe auch schon Kohlen gehabt,
wo die Produktion einfach Mist war, die ich mal vor ein, zwei Jahren hatte und die waren so geil damals, aber jetzt schmecken sie einfach kacke. Ne? Und hier habe ich wirklich auch so eine Angst und Bang gehabt, habe die dann 10 Mal ungefähr benutzt. Ungefähr 30 Würfel, 1A. Also null Probleme habe ich da gehabt. Das ist echt, also sowas, da muss ich wirklich Hut absagen. Ne? Das ist echt, ich bin einer so, ich trau Kohlen. Kohlen können so scheiße sein, Kohlen können so geil sein. Du weißt nie, der Shisha-Laden-Verkäufer hat zwar so eine Berge Kohle da, verkauft er dir eine Packung. Es kann eine ganze Produktion scheiße sein. Ich habe jetzt aus dem Shisha-Laden 3 Produktionen durch. Einmal, wo er es mir mitgegeben hat, einmal oder zweimal hatten sie nicht da. Dann hat er einmal mir 3 Kohle mitgegeben, dann wieder ein, zweimal nicht da und jetzt habe ich das dritte Pack. Also habe jetzt ungefähr die schon 6 Kilo davon verraucht. Beziehungsweise das ist mein 6. Kilo. Und 1A. Bombe die Kohle. Richtig Bombe. Ich rauche zwischendurch auch mit Star Wars Kohlen und so einer ganz unbekannten Marke, diese Lese, kann ich zwar nicht von hier entziffern gerade, wie die heißt, werde ich auch noch alle beide vorstellen, aber hier hat man wirklich einen 1A Kohle für einen guten Preis, Freunde. Das ist echt der Hammer. Wie gesagt, hierfür steht auch kein Baum, steht da drauf. Was steht hier so drauf? Shisha-Kohle ist absolutes hochwertiges Naturprodukt, da sie ausschließlich nur aus Kokoskohlen hergestellt wird. Für die Kohle wird garantiert nicht ein Baum gefällt. Ne? Das ist für die veganen Leute unter uns. Ist natürlich ein Zuckerschlecken. Brennt dreimal länger als herkömmliche Kohle, brennt sehr lang, muss ich sagen. Also eine Stunde 10 hält die auf jeden Fall durch. Stunde auf jeden Fall, Vollkiller hält die auf jeden Fall durch. Länger macht sie mit. Ascht deutlich weniger. Ja, ich habe schon Kohle gehabt. Die ascht wie Sau, die ascht orange, die ascht tiefgrau, habe ich alles schon gehabt. Shisha-Kohle ist Geruss und Geschmacksträger. Stimmt, den Punkt habe ich fast vergessen. Und zwar ist diese Kohle wirklich beim, wenn du die anmachst, sagen wir mal, ja, du hast vielleicht immer so eine Kohle, die dein Zimmer riecht danach. Man sollte ja auch Kohle vielleicht auf dem Balkon anmachen. Aber hier, ich stehe daneben, du riechst was, stehe ich hinten in meinem Zimmer, 3 Meter von entfernt oder 3,5, du riechst nichts. Du riechst einfach nichts. 1A, ne? Und Kohle verspricht für Shisha Freunde ein langes und unbeschwertes Rauchvergnügen. Na sicher, ne? Ich habe damit kein Rauchvergnügen, kein beschwertes Rauchvergnügen. Das ist natürlich top, muss ich sagen. Steht auch im Deutsch alles drauf, das finde ich 1A. Und wenn es euch gefallen hat, dann checkt den Link in die Beschreibung, holt euch die Kohle auch, holt euch am besten gleich 3 Kilo, testet die Kohle. Und das war's von mir. Wenn es euch gefallen hat, wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Ich wünsche guten Kohlengeruch in eurem Zimmer und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Haut rein, euer Shisha-Dödel.